Albert Forster. Forster stand mit seiner Sichtweise in Deutschland nicht allein. Während die Engländer bereits Jahrzehnte vorher den Rhein zu ihrem Sehnsuchtsort erklärt hatten, betrachteten die Deutschen die Landschaft noch mit einiger Reserve. Das zerklüftete, geschichtsbeladene Rheintal passte nicht recht zum Geschmack der Aufklärung, die den klaren Formen, geraden Linien und einem vernunftsgesättigten Glauben an die Gegenwart den Vorzug gab. Vaterländische Strom erscheint uns nun wie ein mächtiger Strom naturverkündender Dichtkunst. Hier spielt Schlegel an auf sein romantisches Ideal der progressiven Universalpoesie. Die Kunstpoesie und Naturpoesie bald mischen, bald verschmelzen kann. Dieses Ideal sieht Schlegel sich direkt vor seinen Augen entfalten. Das Rheintal changiert von der Natur zur Kunst, vom Gemälde zum Gedicht. Das romantische Ideal entfaltet sich als Wirklichkeit vor den Sinnen des Wandels. Sah man die nervös aufgeregten jugendlichen und mittelalterlichen Schönen mit erhobenen Häuptern, flammenden Blicken und halb geöffneten Lippen in zitternden Bewegungen den Olympia anstaunen und zujauchzen, wenn er ihrem oft gemarterten Lieblingsinstrumente wunderbare Töne entlockte. Und wenn er sich zur Abkühlung ein Glas Wasser hatte reichen und dies nicht bis zur Neige ausgetrunken hatte, so stürzten die engagierten Schönen am Ende des Konzerts zu dem Glase, um es an ihre Lippen zu nehmen und mit einem übrig gebliebenen Tropfen ihre Sehnsucht zu stillen. Pianist, ein Virtuose, also wirklich einer der wirklich großen Popkünstler fast dieser Zeit. Und er hatte sich ziemlich überarbeitet, er war rastlos, hat
ganz viel auch zwischendurch an kleineren Drogen, Alkohol genommen, um diesen Druck auszuhalten. Er ist wirklich von Stadt zu Stadt geeilt über viele, viele Jahre und war wirklich sehr ermüdet und am Ende. Und er wollte auch komponieren, das war ihm auch ganz wichtig. Da hatte er bestimmte Vorstellungen zu komponieren. Aber er fand nicht so richtig die Ruhe auf der Insel Nonnenberg, denn wie gehört, die Massen kamen. Und es gab noch einen weiteren Grund, und das war eine Frau, die hieß Marie Davout. Diese Frau hatte er 8,5 Jahre zuvor in Paris kennengelernt. Er war damals ganz jung und schön, aufstrebender Stern. Und diese Frau, ich würde sagen, glaube ich, 10 Jahre älter, schon Mutter, schon verheiratet, hat ihn in einem Salon kennengelernt. Und sie war hingerissen und er auch. Und dann haben sie Ausflucht genommen aus Paris raus, weil dort fing man schon an zu tuscheln. Und es ging rein ins Gebirge, in die Alpen und dann nach Italien. 4,5 Jahre sind sie durch Italien gereist. Und Liszt hat darüber auch Les Années de Pèlerinage geschrieben, also Pilgerjahre waren das. Liszt und für Marie Davout, die Insel Nonnenwerth, ein ganz wichtiger Ort in ihrem Leben wurde, der sie zugleich erinnerte an die größte Liebe, aber auch an die größte Traurigkeit. Und so hat Marie Davout die Insel Nonnenwerth genannt, das Grab meiner Träume, meiner Ideale, die Überbleibsel meiner Hoffnungen.